Warum ist das immer wichtig? Ich glaube, die Frage kann man ganz allgemein beantworten, damit, dass es ja darum geht, Informationen über diejenigen zu erlangen, die zukünftig unsere Schulen gestalten werden, Unterricht gestalten werden, sprich die Lehrer von morgen, Lehrerinnen und Lehrer von morgen. Und das ist ein Segment in der Forschung zum Lehrerberuf, das eigentlich immer bearbeitet worden ist. Es ist ein sehr wichtiges Segment und dabei geraten eben ganz unterschiedliche Aspekte in den Blick, wie soziale Herkunft, aber eben insbesondere auch die Motive von angehenden Lehrkräften. Also warum möchte ich überhaupt Lehrer werden? Warum möchte ich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten? Und darüber hinaus eben auch so ein paar harte Fakten über die angehenden Lehrkräfte zu erfassen, sprich allgemeine Persönlichkeitsmerkmale und ja, kognitive Leistungsvoraussetzungen. Und das alles zu einem Bild zusammenzufügen, zu schauen, welche Voraussetzungen bringen die Lehrkräfte mit, um mit den wachsenden Herausforderungen in ihrem Beruf dann auch tatsächlich klarkommen zu können. Also zunächst einmal gibt es ja einen Einblick in, wie ich schon gesagt habe, ein wichtiges Segment der Forschung zum Lehrerberuf, also Information. Das ist der eine Teil. Zu anderem bekommt man aber auch als Lernstudierender Informationen darüber, welche Aspekte, Ausgangsvoraussetzungen, Bedingungen, die man mitbringt als Person in dem Beruf, denn wichtig sind und welche nicht. Oder welche Konstellation von Merkmalen, die man als Person auf sich vereinigt, vielleicht ungünstig sind für die Berufstätigkeit. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen eine Chance, die diese Vorlesungssitzung bietet. Man bekommt Informationen über das, was die Forschung so herausgestellt hat, was vielleicht auch günstig ist für die Berufstätigkeit, für den Erfolg, soweit man das prognostizieren kann, auf der einen Seite. Und man kann als Studierender natürlich sich selbst dann auch ein bisschen einordnen und sagen, so, wie steht es denn um meine Motive, die mich dazu gebracht haben, jetzt hier zu sitzen und das zu studieren? Gibt es da vielleicht auch Bereiche, in denen ich eher ungünstige Merkmale aufweise? Muss ich da vielleicht ein bisschen Acht geben auf mich? Also da gibt es vielleicht auch so eine Möglichkeit, über das reine Zurkenntnisnehmen von Informationen aus der Forschung den Abgleich mit der eigenen Person zu ermöglichen. Und das, denke ich, ist auch ein spannender Aspekt für das Studium im Lernen. Ja, also über das, was ich schon hinaus gesagt habe, ja, also die Informationen etc. und den Abgleich mit der eigenen Person, glaube ich, dass ja mittlerweile in der öffentlichen Wahrnehmung nicht nur der Lehrerberuf selbst in der Kritik steht, Stichwort Lehrerhasserbuch oder andere Berichterstattung, sondern dass mehr und mehr auch die Lernstudierenden so ein bisschen in so eine kritische Perspektive hineinrutschen. Da gab es ja zum Beispiel die Debatte über die schlechten Abiturdurchschnittsnoten von Lernstudierenden im Vergleich zu anderen Studierendengruppen und so fort wurde auch da wieder ein gesamtpauschales Negativbild gezeichnet. Und das, was die Vorlesung oder diese Sitzung bietet, sind im Grunde Informationen, die eigentlich sehr schön diese pauschale Negativschelte auch der Lernstudierenden widerlegen. Denn so einfach ist es nicht. Und ich glaube, dass die Studierenden selbst das auch ja schon erlebt haben eigentlich. Also wenn man auf einer Party ist und gefragt wird, was studierst du? Ich studiere Lehramt. Das ruft jetzt nicht unbedingt Reaktionen von äußerster Anerkennung hervor, als wenn man sagen würde, ich studiere Medizin. Ja, aber ich glaube, dass die Forschung, über die ich berichten möchte, ein sehr viel differenzierteres Bild und auch vor allem ein sehr viel günstigeres Bild für die Lernstudierenden zeichnet, die alles in allem sehr gute Voraussetzungen für die Zukunft, die Berufstätigkeit aufweisen. Und damit hat man ein bisschen auch was an der Hand, um vielleicht mit diesen pauschalen Urteilen, die einem so begegnen, umgehen zu können und die auch widerlegen zu können.